So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem nächsten Spiel. Spieltag Nummer 9 steht an der Liga. Und da heißt es, nächster Gegner Greuther Fürth. Los geht's. Ist der Tabelle Dritte, ist quasi so ein kleines Topspiel. Für die Vierter wäre es natürlich wichtig zu gewinnen. Hätten sie 18, dann wären sie zumindest ein bisschen mit drin in der Partie, wieder drin in der Saison. Aber wenn wir gewinnen heute, dann haben wir den nächsten kleinen Schritt gemacht in Richtung Aufstieg. Aber das ist natürlich klar, da dauert alles noch ein bisschen. Natürlich wollen wir hoch wieder in die Bundesliga, das ist unser großes Ziel. Aber wie gesagt, dazu muss erstmal die Saison in der zweiten Liga überstanden werden. Wie gesagt, der nächste Sieg. Union hat nur unentschieden gespielt. So. Ja, nächster Gegner gegen die Greuther. Das heißt, wir müssen gewinnen. Und ich kann mal ein bisschen rotieren, gerade im Blick auf das Spiel. Spiel gegen Sevilla jetzt. Hat es natürlich auch sehr viel Kräfte gekostet. Das heißt, ich werde mal ein bisschen durch umbauen, den Kader. Gambula, der hat 2 Tore gemacht hat, der wird definitiv heute ein bisschen von Anfang an mal spielen. Merjan heute mal in die Startelf gezogen. Ja, so eigentlich passt das. Die Startelf-Mannschaft ist ja wieder voller Power. Ein bisschen rotieren können wir. Und dann schauen wir einfach mal, was heute diese quasi unformierte Mannschaft ein bisschen packen kann. So, wichtig ist jetzt das nächste Spiel. Wie gesagt, Spieltag Nummer 9 steht jetzt an in der Liga. Ja, gucken wir mal. Ist egal, komm. So, auf geht's. Vierter Rohnhof. Und da wollen wir jetzt natürlich was reißen. Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel in der zweiten Bundesliga. Greuther Fürth gegen Schalke 04. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser Saisonphase, da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Die Gäste zuletzt mit offensiv richtig starken Auftritten. Zurzeit haben sie auch die meisten Tore in der Liga erzielt. Und die Fans hoffen natürlich, dass heute in diesem Spiel so weitergemacht wird. So, natürlich wollen wir, hoch. Wie gesagt, das muss natürlich irgendwie Sieg jetzt in Fürth her. Letztes Spiel ja dieses 5-1 in Sevilla. Das ist ja ganz, ganz wichtig gewesen, weil es da auch ums Weiterkommen geht. So wird die Spielvereinigung Greuther Fürth ins heutige Spiel gehen. Bei Ihnen sehen wir heute ein 4-4-2 mit Raute. Und entsprechend wird der offensive Mittelfeldspieler die Stürmer vorne natürlich verstärkt unterstützen. Ich finde, das ist, so wie sich da darstellt, eine variable Aufstellung. Hier sehen wir mal die heutige Aufstellung von Schalke 04. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. So, einfach mal ein bisschen rotiert auf 4 Positionen, die Mannschaft neu verändert, 2 Außen neu, Stürmer neu, Innenverteidiger neu und ne, 50er Veränderungen sind und noch ein Außenverteidiger neu. Also, Gambula, der im letzten Spiel gegen Sevilla 2 Tore gemacht hat, ist eine effektive Wahl, der Rotte kriegt heute die Belohnung. Super Aktion, das oh, ja. Ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Und dazu Hack und Richter neu auf die Außen gesetzt, dazu habe ich dann rechts hinten Kilian Ludewig neu, Bella Kotschab in die Innenverteidigung statt mit Moment, ich muss gerade mich konzentrieren. Kein Abseits war's. Und Tor für Fürth. Da ist das Tor. Der Bann ist bereits früh gebrochen. Wir haben den ersten
ersten Treffer dieser Partie. Sind 10 Minuten, da sind sie eigentlich gut durchgekommen da hinten. Ach Mann, das geht doch schon wieder gut los, ey. Für Fünf war es natürlich wichtig, das Spiel zu gewinnen, weil gerade Hannover also auch ein Parallelspiel gewonnen hat. Ja, ja. Super gemacht, aber. Treffer aus kurzer Distanz. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Jo, viertes Saisontor Marius Nubici, der siebte Minute war es, die 17. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Also, schauen wir mal. So, wir haben. Wir gehen mal kurz rüber ins Studio. Auf dem anderen Platz ist nämlich ein Tor gefallen. Ja, gucken wir mal. Wir haben hier das erste Tor für Dresden. Neuer Spielstand damit 1:0. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Ah, Robin Hack, der kommt nicht durch. Dresden fehlt halt auf jeden Fall. Jetzt Eckball. Na, nix Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Erstmal geklärt. Schön gespielt. Robin Hack. Hack, Hack. Da kommt die Flanke. Ah, nächster wichtiger, ja, nächste wichtige Abwehraktion für Fürth. Es gibt Einwurf. Einwurf für Fürth. Scheiße, der war doch nicht im Haus. Ich dachte mir, ah, den kannst du mir vielleicht jetzt ausbringen. Also, wie gesagt, wir müssen gucken, dass wir hier was jetzt reißen. Guter Spielaufbau. Ja, klar, Ecke. Das muss hier jetzt einen Abstoß geben. Nee, Abstoß, okay. Weil eigentlich habe ich gefühlt, war das eine Ecke. Kolasinac. Gut, Mehrjan. Das könnte vielleicht was werden. Mehrjan, der eigentlich im defensiven Mittelfeld zu Hause ist. Und Tor! Kein Tor, kein Abseits. Und dann ist es Martin Golanski, der das Tor macht. Der Torjäger, der liegt aus Liga 3, geht mit hoch in Liga 2 und trifft auch hier. Ja, ich habe mir aber gerechnet, okay, ich kau den auf irgendwie. Ich hau den mit Mehrjan rein, aber. Das war dann doch die sichere Variante. Er zieht an seinem Mann vorbei. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht. Nein, Mosai, es ist das Ausrichter. Zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. So will er das natürlich sehen. Mit viel also, Ausrichter zurückgekommen in dieses Spiel und das gefällt ihm natürlich. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Also wie gesagt, das Tor zählt, kein Abseits und damit steht es sehr ausgleich gefallen. Ah, wieder so ein blöder Abwehrfehler da hinten, Nielsen. Und Nubici, der vielleicht jetzt die Chance hat, die 25. Tor für Fürth. Wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Und wieder hinten rausspielen lassen. Gleich wieder zurück und genauso geht's. Ja, und wieder den Verteidiger rausgezogen. Hat wieder funktioniert. Und wieder hinten. Jetzt liegt der Stürmer durch. Direkt nach dem Ausgleichstor die erneute Führung der Vierter. Naja. Ah, Ballverlust da hinten. Das darf nicht passieren. Jetzt müssen Sie aufpassen. Ja, gut ausge. Kolasinac. Wieder nicht in, kommt nicht in den Zweikampf momentan. Starke aber McKenny, der aufpasst. So, Gambula. Der sich mit ein bisschen Körpermasse durchsetzen kann. Oh, der war wichtig für Fürth. Der war extremst wichtig, weil der hatte ruhig auch einer passieren. Er hätte auch. Alle rausgehen können, wenn nämlich. Sekunde. Gibt's alle Infos jetzt. Ja, wir haben hier das erste Tor für Heidenheim. Der neue Spielstand damit 1:1. 34 Minuten sind gespielt. Ja. Danke für das Update. Also, Heidenheim führt 1:0. Aber hier führt. Er holt den Ball hier ganz stark. Ach Mann! Da kann doch auch keiner in die Situation gerade da durchzugehen. So. Ah, wieder ein Ball da hinten raus, der überhaupt nicht ankommt. 42. Minute wieder. Keine
Gefahr hier. Da hat er den Ball. Vielleicht auf den Schalke den Ausgleich noch vor der Pause, aber vielleicht auch nicht. Wie dafür, die machen das richtig gut, die sind aggressiv, die gehen drauf und also das könnte was werden jetzt. Der Ball kommt. Er kann es machen. Super. Und Renault. Also wenn die Fütter hier auf 3-1 stellen vor der Pause noch, dann wird das ein hartes Stück Arbeit in der zweiten Halbzeit, definitiv. Ecke kommt ins Zentrum. Gut geklärt, das war wichtig. Ja, der wird wahrscheinlich ein Abpfeifen jetzt. Und damit schießt es ab nicht. Wir haben zwei Autore zu schießen. Und wir gehen mit einem 2:1 in die Pause. An und für sich haben sich beide Teams nicht viel genommen in den ersten 45 Minuten, aber als es drauf ankam, da waren sie da. Ja, aber Wolf, das ist keine Führung. Ne, das wird nochmal ein hartes Stück Arbeit werden in der zweiten Halbzeit, definitiv. Auch für uns vor allen Dingen. Come on. Zweite Halbzeit jetzt. Schalke 04 mit dem Anstoß. Die zweite Hälfte kann losgehen. Er spielt den Pass auf den Flügel. Richter! Gut durchgemacht gegen Green. Setz dich durch. Bzw. wird verfolgt von Green. Richter! Ah! Den Ball im eigenen 16er. Ja, gut gespielt. Aber schönes Pressing jetzt. Mal ein bisschen mehr drauf jetzt in der zweiten Halbzeit. Hack. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Robin Hack. Schaut sich um, wo ist vielleicht die Lücke? Ja, 2:2. Endlich. Guck, in uns müsste es wieder gewesen sein. Ja, endlich mal, ja. Zuerst der Ball nach hinten und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurz, nee, war aber kein Abseits, weil der Gambuna noch weggeht. Und zwar richtig wegspringt, er kann da nichts machen. Es passt auf jeden Fall. Siebtes Saisontor, Tor Nummer 2 heute und jetzt wechselt. Ein tolles Spiel, Fürth wieder aus. Ausgeglichen und es bleibt extrem spannend. So, die Frage ist, ob wir jetzt mal ein bisschen Ruhe reinkriegen oder passt, werden wieder das Gegentor kassieren, weil das wäre eine hart, nochmal ein hartes Stück Arbeit, aber wie gesagt, erstmal wichtig, dass wir rangekommen sind. Jetzt vielleicht, da war der Ball. Mercan. Klasse Pass. Gambula. Abseits. Das war aber kein Abseits. Das würde ich mir gerne eine Wiederholung nochmal anschauen. Also das war gefühlt kein Abseits. Weil der Fahne oben, ganz knappe Entscheidung. Ah ja, das war kein Abseits, tut mir leid. Also, ja, obwohl doch. Schade. Ja, war aber noch richtig. Wir gehen kurz mal rüber ins Studio. Es gab nämlich ein Tor in einem anderen Spiel. Wir haben hier den zweiten Treffer für Dresden. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind 58 Minuten. Dankeschön für die. Hier steht 2:2 immer noch. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Da wäre Platz für den Konter. Jetzt vielleicht mal Kobylanski, Tor Nummer 3. Schade. Ja, war aber gut. Knapp vorbeigezählt. Schade, das wäre eine Chance gewesen, nur noch das nächste Gegentor für die Vierter zu erzielen. Beziehungsweise hier das eigene Tor zu machen. 3:2 wäre es jetzt gewesen, fast, aber dann hätten sie es gedreht mit der Pause. Aber da muss er aufpassen, Ernst. Da ist er alleine durch. Ernst, einfach mal. Und der war wichtig. So kommt der Schuss nicht durch. Ich wiederhole, der kleine Simon wartet am Eingang von Block 40 auf seinen Silver Gambula. Kicker hat aber auch keine Möglichkeit. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. So langsam wird's gefährlich. Ja, Mustafi. Sie holen sich den Ball. Bella Kotschap. Und der macht den großen Fehler. Aber die Schalker kriegen es gerade noch so ausgebügelt. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Schöner Ball auf Hack. Der nicht ganz so langsam ist. Auf außen. Stark gemacht, das könnte was werden. Gut dazwischen. Oh. Und die Vierter kriegt. Das ist ein Foul. Freistoß. Freistoß. Ich wollte gerade sagen, er pfeift da jetzt gerade auf 11 Meter, aber das tut er nicht. 74. Minute. Mal gucken, was wir noch an außen bringen können. Ja, ich muss natürlich jetzt ein bisschen was bringen. Ja, gut. Ich muss natürlich jetzt versuchen, mal noch ein bisschen was reinzubringen. Jetzt geht er runter. Eine überragende Leistung heute von ihm.
So. Also, wie gesagt, weiter geht's mit der Spielvereinigung, mit dem Spiel der Spielvereinigung, die Schalker. Hier. Klasse Pass. Gamula. Chance zur Führung. Ach, das ist wieder in letzter Sekunde da irgendwas noch dazwischen. Und da ist der Ball wieder weg. Ist nicht das erste Mal, Leute. Und, ja, kein Foul, sagt der Schiedsrichter da. Und die Fürther kriegt gerade so noch irgendwie immer wieder verteidigt. Hier könnte es jetzt nochmal gefährlich werden. Da kommt niemand dran. Ne. Und das könnte Abschluss geben. Ja, ja. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Weg. Einfach nach vorne alles. Ballverlust. Ballverlust. Das Spiel geht in die letzten Minuten und beide Teams haben noch Chancen. Tommy. Oder Falzer. Tor! Jetzt McKenny! 86. Müsste es das eigentlich sein. Ja, das ist schon bitter, in der Situation den Ball zu verlieren. Wir sehen das nochmal in der Oh, Welt. Natürlich ist das für die Fürther bitter, weil der Ball eigentlich schon geklärt war. Das Tor. Darf nicht sein. Und dann. Alidisch McKenny, das Souverän 86. Das die Entscheidung, Buschi. Mit dem. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Weston McKenny. Die Fans gehen. Ja, für die Vierter ist das natürlich extrem bitter. Aber jetzt muss der Funke natürlich auch auf die Mannschaft überspringen. Die muss jetzt nochmal kommen. Vielleicht bekommen sie noch die Chance zum Ausgleich. Jetzt gilt's. 2 Minuten bekommen. Ja, der war gar nicht so unwichtig, weil der nämlich durchgeht. Klasse Aktion, Ball ist weg. Und jetzt haben wir die Schalker nochmal die Konterchance auf den Raus, um den vielleicht jetzt endgültig zuzumachen. Und das wird nicht das 3-4, aber es bleibt am 3-2. Sie wollten diesen Treffer und haben ihn, wenn auch spät, bekommen. Ich muss sagen, die Fürther haben es aber wirklich stark auch gemacht. Sie haben es auch wirklich stark gemacht. Sie waren echt gut dabei und ja. Aber das war irgendwie Siegeswild, da vor allem ganz am Ende noch. Und am Ende ist es ein 3-2 Auswärtssieg. So, weiter geht's. Keine Interviews jetzt gerade. Kann ich jetzt gerade nicht gebrauchen. So, dann würde ich sagen, mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann geht's weiter mit dem nächsten Ligaspiel. Bis dahin und tschüss.